Morgen, ihr Lieben. Wir sind super gelaunt. Yay, Tobias, der fährt gerade und... Ich bin im T-Shirt heute bei minus 6,5 Grad rausgegangen, weil ich meine Jacke noch im Auto hatte. Und so, du gehst doch wohl nicht im T-Shirt. Ja, kennt ihr die Jungs so? Das war zum Beispiel in Paris auch so. Die sind mit kurzer Hose rumgelaufen. Ja. Das hier ist so, bei denen ist immer Sommer. Egal, ob minus 6 oder plus 40. Aber naja, jedenfalls, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Büro. Ich mache mir jetzt gleich mal einen Zopf, weil ich habe gestern meine Haare gewaschen und habe die so Luft trocknen lassen. Meine Haare sehen gerade aus. Total überall so zerknüttelt. Ich habe auch noch mit Zopfhaargummi geschlafen, nicht doofe. Naja, mit Dutt. Und deswegen sehen die jetzt gerade so aus, wie sie aussehen. Jetzt haben wir unseren Termin um 9. Auf Herrenstyle angelehnt. Ich bin so gespannt und freue mich, euch gleich das Brot zeigen zu können. Ich bin selber total gespannt. Das Brot, genau. Ich bin selber total gespannt, weil es ist komplett renoviert und wir haben es ja auch noch nicht leer gesehen. Und wenn man das Büro dann nochmal so leer sieht, sieht man ja erstmal, wie viel Platz man eigentlich hat. Ich bin gespannt. So Leute, wir stehen gerade in unserem... Läuft die Kamera überhaupt? Ja, sie läuft. Wir stehen gerade in unserem neuen Büro. Yay! Yeah. Yeah. So, das ist unser Büro. Ihr seht, schön hell. Und wir haben einen neuen Boden drin. Ja, vorher war hier ein Teppich. So halt. Vorher war hier so ein blauer, dunkelgrau-blauer Teppich. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Boden drin, der hell ist. Über der Leiste muss noch gestrichen werden. Und dann beim Auszug von dem Vormieter ist die Glasscheibe kaputt gegangen. Hier könnt ihr sehen. Die wird auch noch getauscht. Allerdings ist es im Moment gerade zu kalt dafür. Deswegen. Genau, also die Fensterrahmen und so dieses Typische. Und der Vormieter hat uns einen Olivenbaum geschenkt. Und Leute, oder er gesagt, stehen lassen. Und sogar noch die Möbel. Genau, die zwei Stühle auch. Sehr schön. Marens Schreibtisch ist auch schon da. Meiner kommt in 2-3 Tagen an. Ja. Wann kommt er an? Vierter? Ich glaube, vierter. Aber okay. Hier zu Hause, weil Tobi ja nicht auf mich gehört hat. Ja, den haben wir jetzt schon mal bekommen. Man versteht dich von da hinten nicht. Ich übersetze mal. Also, meiner kommt in ein paar Tagen an. Sobald hier diese Arbeiten dann noch geleistet sind, ha, oh, Witz, dann werden wir hier anfangen einzuräumen. Das sind Schuhe an. Danke. So, auf Herrenstyle angelehnt. So, und jetzt werden wir frühstücken. Bis gleich. Hallöchen, Leute. So. Wir sind gerade, ich muss erstmal mir einen Überblick verschaffen. Wir sind bei Thomas Philips im Frechen. Das ist ein Restpostenladen oder ein Sonderpostenladen. Oder ein Schnäppchenmarkt, wie man es auch immer nennen mag. Und hier gehe ich jetzt Öl kaufen zum Beispiel oder verschiedene andere kleine Teile, weil sie einfach hier 10-mal günstiger sind. Guck, wie er steht. Du bist der Hammer. Ja. Oh, hier. 5 Liter. TP Auto Long Life 3. BMW-Freigabe und Mercedes-Freigabe und VW-Freigabe. Das reicht. Mehr brauche ich für den BMW nicht. 26 Euro. Für unschlagbare 26 Euro. Das habe ich gerade gesagt, für unschreibliche. Ja, für unschreibliche. Okay, für unschreibliche. Ja, 26 Euro kann es nicht sein. Passen auch 5 Liter rein oder mehr? 12. 12 Liter in den Waschwasserbehälter. Wieder nach Hause gekommen, alle Erledigungen geschafft, plus die Ersatzteile für den BMW und das Öl abgeholt, was ihr ja gerade eben gesehen habt. Und machen es kräftig dabei zu schneiden und hier und E-Mails und Bilder bearbeiten. Ich mache gerade 5 Sachen auf einmal. Aua, du bist irgendwie voll elektrisch aufgeladen. Das sage ich schon seit Tagen, wirklich. Du bist wieder geflitscht. Jetzt wird gekocht. Ja, super, ne? Und übrigens, ich trage heute schon den ganzen Tag den Hoodie von der lieben Julia. Der ist so kuschelig und ich liebe die Farbe, super schön. Jetzt werde ich jedenfalls kochen, ganz schnell, wirklich ganz schnell, weil Tobi wird jetzt auch schon gleich wieder losfahren. Und eben kamen auch 2 Pakete noch an. Hallo, kleiner Finn. Und zwar kam an das hier.
da sind unsere Stühle drin. Unsere Bürostühle, die zeigen wir euch morgen natürlich auch. Und ich wollte heute eigentlich noch ins Büro fahren, hallo Schatz. Aber das mache ich jetzt doch nicht, weil ich erstens Hunger habe, zweitens an einem Blogpost noch arbeiten wollte und drittens machen wir das morgen, weil morgen wollten wir eigentlich zu Anna und Kat fahren. Allerdings hat sich das jetzt erledigt, weil erstens Kat ist krank und sie bekommen Besuch und wissen gar nicht, wohin überhaupt wen wohin packen, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, komm, ist nicht so schlimm. Ja, wäre zwar cool gewesen, aber ja, wir werden das ein anderes Mal machen. Wir haben es jetzt verschoben und ich habe Hunger, deswegen mache ich jetzt was essen. Und ich kümmere mich heute um einen Blogpost aus Paris und werde eine Badewanne nehmen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was gibt es denn? Ja, super gesund, ne Leute, richtig geil. Richtig frisch, Gemüse, Kohlenhydrate und Soja. Und Mozzarella darf natürlich nicht fehlen. Nein, ja, es soll jetzt einfach schnell gehen. Außerdem laufen die hier, glaube ich, übermorgen ab und die Soße, glaube ich, auch. Und ich will das nicht wegschmeißen. Deswegen mache ich jetzt Gnocchis mit Tomaten-Basilikum-Soße, ein bisschen Hähnchenart, Bio-geschnetzeltes. Und ein paar Mozzarella-Kugeln. Und du hast gerade Essen gekriegt. Also, was ist denn jetzt hier los mit dir, kleine Hexe? Übrigens, Masi, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja, oh. Gehst jetzt hier nicht lang. Der Katzenfriseur kommt nächste Woche. Der Katzenfriseur kommt hier hin. Der Katzenfriseur, Maus. Brauchst gar nicht weggucken. Die wird dich kämmen und scheren. Freust du dich schon auf den Katzenfriseur, Finn? Freust du dich? Ja, ne, freu ich dich. Die Maren hat gerade, also das haben wir gerade ohne Kamera gemacht, die Maren hat mir eine kleine Aufmerksamkeit aus Paris mitgebracht. Und zwar hat sie einmal im Disneyland Minnie Maus und Mickey Maus gekauft als Schlüsselanhänger. Und die sind magnetisch und wenn die zusammenkommen, halten die Händchen. Ja. Ja, richtig süß. Mein Schutzengel in Notre Dame. Den tue ich mir ins Auto. Ja, ich dachte mir, ich weiß nicht, ich fand den voll schön. Irgendwie hat in dem Moment, ich bin da voll drauf zugesteuert. Ich habe Tobis Mama und meiner Mama und der Nina auch eingeholt. Voll schön. Dankeschön, Moss. Ich mir. Ach ja, stimmt. Der Jute Tobias. Das ist der Hammer, Mann. Ja, ich finde sie auch voll cool. Wo hast du die nochmal her? Die habe ich aus dem Seelgross. Ah, die heißt, schön. Das ist keine das ist kein ATM. AMT Gastroguss, aber die heißt wirklich, das ist kein Spaß jetzt, beste Pfanne. Ja. Das steht, glaube ich, sogar drunter. Ja, beste Pfanne. Beste Pfanne, ja. Deswegen beste das Pfanne. War so. Bruder, die sagen, das beste Pfanne ist so das beste Pfanne. Das beste Pfanne kommt sofort mit. So, jetzt ist beste Pfanne bei den Wolfs zu Hause und jetzt gibt's gleich Essen. So, hi Schatz. So. Ja, heute doch nicht alles so geschafft mit dem Auto, was ich euch ganz grob, ganz kurz erzählt habe. Das wird alles morgen früh gemacht, weil es gab dann einfach nur ein paar wichtigere Sachen heute Abend zu tun. Und ja, jetzt haben wir... Wow. Entschuldigung. Kennt ihr diesen Moment, wenn euch die Freundin küsst und ihr total erschrocken seid? Wer das ist? Wer ist das nur? Ivy. Na, Ivy, bist du es? Ja, morgen früh geht's richtig rund. Morgen früh gehen wir erstmal trainieren, gell? Ja. Und Uhr wieder alten Rhythmus bekommen. Genau. Damit würden wir sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend oder gute Nacht. Ja. Oh. Ich hoffe, euch hat's gefallen und jetzt natürlich die Tage geht's los, indem wir aufbauen, ja. Sachen geliefert bekommen, uns einrichten. Zum Beispiel morgen gehe ich so 2-3 Sachen noch holen. Wir brauchen Internet. Ja. Und ich habe eine Datenkarte von meinem Mobilfunkanbieter, wo ich ein sehr großes Datenvolumen mit habe. Und da gibt es ja die Möglichkeit, in Elektronikfachmärkten einfach so einen WLAN-Router für mit einem SIM-Kartensteckplatz zu holen. Diesen Router, den hole ich morgen, damit wir die SIM-Karte reinmachen. Den Schreibtisch, genau. Die zwei Stühle können wir schon mit rüberbringen. Ja, den einen Metallschrank können wir schon mit rübernehmen. Dann kann ich ihn auch direkt schon lackieren. Also, ich habe Folie gekauft.
Echt? Ja, damit du lackieren kannst und keine Flecken am Boden sind. Dann alles. Ja. Also wir haben morgen viel. Genau. Wir freuen uns und ihr seht das morgen. Schaltet ein. Genau. Bis Tschüss. Dann.